Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider 2. So, wir sind hier bei, ich weiß gar nicht, wie hieß dieser Ort nochmal? Bartolis Versteck. Dort befinden wir uns jetzt und müssen jetzt erstmal, ich glaube, hier aussteigen. Genau. Stirb, du Ratte. Und du auch. So. Aber ich glaube, hier war noch mehr. Ich glaube, wir mussten hier hoch. Und der kam uns erstmal gleich ein Typi vorbei. Genau, einer dieser Bimbos hier. Okay, der ist tot. Die Ratte da ist auch nochmal tot. Oh, einen großen iPod. Medipack, einen großen. Oh, wie geil. Aha. Egal. Das soll's sein. Das will ich haben. Da sind noch mehr Ratten hier, ne? Ja. Okay, die Ratten sind auf jeden Fall tot. Und den Schalter müssen wir, glaube ich, betätigen. Komm. Ja. Und da kommen uns erstmal gleich nochmal so ein Typi hier vorbei. Das Beste ist, wir bleiben einfach hier oben stehen. Und gleich, wenn er kommt, da, schießen wir einfach auf den. Lassen wir den hochkommen. Genau. Das, würde ich mal unter die Kategorie, easy. Ja, doch. War recht einfach. Fallen lassen. Und wir gehen erstmal hier. Da nehme ich einen kleinen Halbpot. Medipack. Ich weiß nicht. Wollte lieber, dass ich Medipack sage. Halbpot irgendwie. Ich weiß nicht. Halbpot kommt irgendwie einfacher für mich. Das liegt aber daran, dass ich halt die ganze Zeit League of Legends spiele. Und da gibt es nur diese Halbpots und Mana-Pots. Und hat man nicht gesehen. So, da oben ist wieder dieser Tolle, der wieder so ganz komisch schießen kann. Und unten auch. Ich würde mal sagen, ich töte erstmal den unten. So, du bist tot. Du bist auch tot. Und er Munition für mein Gewehr. Sehr schön. Und wo waren hier Wuffis? Da. Oh, puh, ich bin gleich tot. Ich bin überhaupt nicht für das Spiel gemacht. Wenn es nach mir geht. Konnte ich auch... Nein, das ist die falsche Taste. Ich dachte, ich konnte sprinten. Egal. So, wir haben neue Munition, neue Fackeln und einen kleinen Medipack. Lass halt die Fackel fallen. Frauen. So. Einmal F6. Danke sehr. Oh, ich hasse es. Da, ihr seht's. Ich hasse es. Ganz einfach. Nein, ich will doch nicht nach jeder Person einzeln speichern müssen. Das geht auch ohne Schaden. So, F6. 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 Jetzt wollen wir trotzdem einmal... ran. Wie wiegt dich, Frau? Wie wiegt dich? So. Jetzt. Was soll das? Lässt die Fackel los und wirft einfach eine neue. Also hier macht eine neue einfach an. Ich war hier noch nie. Da unten, wo das Wasser ist. Ohne Witz. So. Augenblick. F6. Okay, ich weiß, dass da in diesen Zwischengängen, die da sind, nichts mehr war. Lass fallen, brauche ich nicht mehr. Stonke dir. So, ich glaube, das ging jetzt. Einmal nach vorn, einmal nach hinten, einmal... Und so. Hihihi, hingekriegt. Ah, das waren noch Zeiten hier. Also, ich komme doch recht flott voran. Ich habe echt damit gerechnet, dass ich hier mehr Probleme habe. Und deswegen auch eigentlich ein bisschen mehr Zeit geplant für das Level. Aber wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, müsste ich das so in... Ah, so lang war das Level nicht. 10 Minuten. 10, 15... Obwohl. Das war ja doch noch. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier draußen bin, war ein Typ wieder, der so komisch schießt.
Ich weiß nicht, ich schätze mal, das ist so dann der Pedro oder so. Ist Pedro überhaupt ein italienischer Name? Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt auch gerade kurz vor 1 morgens, ich bin todmüde. Aber. Tomb Raider geht immer. So, komm her, du Pedro. Pedro will heute nicht. Ja. Eigentlich kam. Da ist er doch. Das ist der Pedro. Der schießt einfach wieder wild durch die Gegend. Ja, der Pedro. Ja, komm mal raus. Ja, hi. Hi. Und auf jeden Fall. Ja, der schießt einfach nur wild und trifft trotzdem, wie immer. Oh, tot bist du. Ich weiß nicht, was er fallen lässt, ob er überhaupt was fallen lässt und so. Fragt mich, was er nicht. Aber ich bin da noch nie rübergekommen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, Tricks oder so, die irgendwie, weiß ich nicht, wo ihr sagen würdet, so, probier das mal oder so. Ich sag genau oder so. Einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche das dann einfach mal irgendwie umzusetzen, ausprobieren oder so. Schon wieder oder so. Und ja, wird schon schief gehen. So, wenn ich mich nicht irre, nach hinten, nach hinten. Ja. Geht. Ich dachte, die fällt da jetzt runter. Okay. Auch das habe ich geschafft. Und gleich wird es wieder so richtig, richtig abgefuckt lustig. Okay. Wichtig war jetzt hier, einmal zu Safe Staten. Wie kam man da jetzt am besten rein? Konnte ich? Nein. Ich möchte gar nicht da so reinjumpen. Erstmal kurz pendeln und. Genau. Sie hält sich da nicht mehr fest. Was kann man denn da machen? Leben verlieren. Richtig schön fett Leben verlieren. Ein kleiner Medipack. Man weiß ja nie. So, ich verliere so viele Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich weiß, hier waren mehr Gegner als nur die zwei. Oh, wo seid ihr? Ja, war so klar. Komm. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Und es war noch mehr hier. Es war noch mehr hier. Wo seid ihr? Du hast nichts verloren, okay. Oh, verzieh dich. Ey, das gibt's nicht, was ich hier für Medipacks wasten darf. Ich könnte auch andere Waffen nehmen, aber ich weiß nicht. Augenblick, wir versuchen es einfach mal. Mit die Waffen? Die habe ich auch, die Automatik. Seit wann habe ich die denn? Seit wann habe ich die denn? Oh mein Gott. Ein Traum wird wahr. Wo kommt der von hinten her? Nein! Nein! Okay. Oh, you son of a. Oh mein Gott. Okay, also. Der hat auch nichts dabei. Die beiden haben nichts. Quäl mich aber hier zu Tode. Ich brauche aber noch Medipacks für das Opernhaus. Ansonsten habe ich da echt schlechte Karten. So. Und damals gab es einen Trick, wie man hier weiterkommt. Den habe ich damals immer, egal, immer verwendet. Immer wenn es möglich war. Und zwar. Ich hoffe, der geht noch. Und wie hier. Genau. Und wie mache ich das jetzt am besten, dass sich Lara dort festhält? Weil die soll sich dort festhalten. Es gab damals die Möglichkeit, da konnte sie sich festhalten. Die soll man nicht so tun. Halte ich da fest? Ich versuche mal hier auf dem Dach zu landen. Vielleicht geht das ja besser. Aber ich breche mir doch einfach alles, oder? Wie jetzt hier drauf so lande, so. Nein! Okay. Ich will da rein.
Ich sagte, ich will da rein. Gibt's doch nicht. Ja, die nachfolgende Sendung verspätet sich um, keine Ahnung, 20 Stunden. So, 1, 2, 1, 2. Damit wir jetzt nicht allzu viel einfach nachholen müssen. Dass sie sich da nicht festhält. Oh mein Gott. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Frauen. Okay. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Was ist das? Neue Munition. Oh nee, nicht Munition, Waffe. Meine Uzi. Die habe ich immer damals Uzi genannt. Heißt sie auch Uzi? Ja, dumm. Ja, Uzis. Meine doppelwaffige Doppelwaffe. Und jetzt klettern wir hier wieder raus. Also doch ganz gut, dass ich hier jetzt reingegangen bin. Weil ohne Uzi komme ich nicht weit. Das ist natürlich zu nah für ihren Kopf. Da würde sie sich stoßen. Hier ist schon besser. Ah, ich glaube, ich breche mir gleich alles. So, wir sehen nichts. Ich weiß, dass da aber was kommt. Dieses Spiel, ey. Da. Hau ab, hau ab. Also, oh mein Gott. Ich bin echt nicht für das Spiel mal geschaffen, gerade um diese Uhrzeit. Ich sollte mal irgendwie was Einfaches suchen. Hello Kitty Online oder so. Ich weiß nicht. Habe ich schon von gehört. Sollte ich mal spielen. So. Natürlich steht er einfach hier und ballert mich ab. Ich fasse es nicht. Boom. War hier noch was? Medipack oder so? Nein, gar nichts. Oh, nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Dreckiger Penner, der. Was ist hier hinter? Da ist doch hier, was ich gesagt habe, diese eine Stelle, wo ich nie hinkam. Hier mit dem Wasser. Ich war hier wirklich noch nie drinne in dieser Tür. Also bitte, 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 falls ihr das schon mal gespielt habt, sagt mir, wie man durch diese Tür da kommt, durch diese dunkle, ekel Gammeltür. Weil, wie gesagt, ich war da noch nie. Es interessiert mich auch jetzt gerade übelst. Ich habe damals, glaube ich, nie wirklich durchgeguckt durch diese Tür. Also halt, sagen wir mal, durchgeglitscht. Es ist ja nicht durchgeschaut. Und ja, ich möchte einfach wissen, was gibt's dahinter? Irgendwelche Geheimnisse oder so, muss es doch geben. Ah, ich habe schon gesehen, wo ich hin muss. Ja. Aha. Okay. We got this. Ich glaube, hier oben war irgendwo ein Schalter. Genau da oben. Stirb. Ich hätte mit der Waffe eigentlich nicht schießen sollen. Weil das ist ja auch übelste Munitionverschwendung. Aber egal. So. Welche Tür war das? Welche abgegammelte Tür war das? Also eine Tür ist zugegangen. Der kommt gleich. Wo ist der Typ? Der war doch hier irgendwo. Ich erinnere mich doch, dass da irgendwie mal ein Typ kam. Oh Mann. Das war jetzt dieses Schlachtfeld, was da jetzt war. Ah. Dann nehmen wir die hier wieder. Die vollautomatische Automatikwaffe. Ziel du mal wieder nicht, um zu schießen. Arschloch. Arschlich. So, haben wir nach vorne. Genau.
Da oben war wieder gleich ein Typ, der nicht zielt und trotzdem alles trifft. Und Augenblick. Nee, das war so. Wenn ich mich nicht irre, war das so. Augenblick. So. Hau ab, du Ratte. Tust nämlich weh. Augenblick, hier möchte ich einmal ganz kurz safe staten. Wo musste ich hin? Nirgendwo. So. Okay, du bist tot da oben. Und da hinten waren jetzt auch noch ganz viele Leute hier. Also das war eigentlich so gesehen ein Gebäude mal. Dieses Gebäude habe ich jetzt in die Luft gesprengt und deswegen ist jetzt hier keiner mehr. Ja. Leider habe ich es jetzt mit der Kamera nicht zeigen können. Mehr wie das Gebäude vorher aussah. Aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, dass ich es einfach in die Luft gejagt habe. Und. Moment. Wie kam ich da denn? Ich glaube so. Ich dachte, da wird jetzt Wasser unter. Da ist Wasser. Da will ich aber noch nicht rein. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Nicht runterfallen. Okay, jetzt müssen wir... Ey, da hoch. Einmal zurück. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Ich glaube, hier waren jetzt auch einfach gar keine Gegner mehr. Ihr seht, das Fenster hier ist unten kaputt. Augenblick. Augenblick. Ja, also man sieht so ein paar Glassplitter links und rechts an den Seiten. Und das Glas ist aber dennoch heile. Wie das wohl geht. Egal. Wir mussten jetzt eigentlich nur noch hier hoch. Ja. Und noch hier hoch. Halt dich bitte fest. Genau. Wir könnten jetzt eigentlich noch uns darüber hangeln, wo der Typ gestorben ist, aber nee. Nö, 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 das mache ich nicht mit. Und wir kommen jetzt echt zu meinem Lieblingslevel. Das Opernhaus. Das Haus mit voller Oper. Aber wir haben das dritte Level beendet. Puh. So, ich würde mal sagen, das war Bartolis Versteck. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.